Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum nächsten Vorstellungsvideo einer Pokémon-Komplettlösung. Wie ihr sicherlich sehen könnt, handelt es sich hierbei um die Komplettlösung für Pokémon Gold und Silber. Erschien 2001, glaube ich. Ja, 2001. Und wir gehen, auch wie im letzten Video schon, Seite für Seite durch. Ich habe mir ein paar Notizen im Vorfeld gemacht. Und ja, hab ein paar Sachen, mit denen ich, über die ich mit euch reden möchte. Was zuerst auffällt ist, es kommt auf der Kamera nicht ganz so gut zur Geltung, aber das Cover von dem Buch hat einen leichten Glitzereffekt oder Leuchteffekt, wie man das auch nennen möchte, so wie das halt bei den Pokémon, zumindest sieht es so aus. Ich bin mir jetzt selbst nicht mehr sicher. Auf der Kamera sieht man es vielleicht besser, ich weiß es nicht, oder schlechter. Also ähnlich wie das bei den Pappverpackungen war von den Spielen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn, dann ist es aber sehr, sehr dezent und sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und ja, man sieht die beiden Cover Legendaries, man kennt es, Ho-Oh und Lugia. Und es ist ein bisschen angeditscht. Also die Seiten an sich im Lösungsbuch sind in sehr gutem Zustand, aber das Cover hat halt ein bisschen was abbekommen. Ich habe das Ding für, ich glaube, 40 Euro bei eBay geschossen. Ist schon ein bisschen länger her. Und habe das Ding selber, als ich klein war, nicht gehabt. Kannte aber genug Leute, bei denen das der Fall gewesen ist. So, beginnen wir, wie man das bei einem Buch so schön macht, mit der ersten Seite. Und man hat hier, wie man das kennt, sehr schön das Artwork von Johto. Man sieht die Strudelinseln, Anemonia City, der Nationalpark, sehr, sehr cool. Einer meiner Lieblingsorte im ganzen Spiel, auch wegen der Musik. Hier sieht man quasi so ein bisschen abgekattet den Weg nach Kanto. Und die Pokémon-Liga, sehr cool dargestellt. Der Silberberg, der interessanterweise hier eine zugeschneite Spitze hat. Das wird im Pokémon-Spiel selbst nicht thematisiert. Also wenn man gegen Rot auf dem Silberberg kämpft, liegt da kein Schnee. Das ist ein ganz normales Berggrafik-Set. Aber in den Remakes Hardcore Soul Silver, wenn man da gegen Rot kämpft, dann ist auf dem Silberberg Schnee und da fällt auch Hagel während des Kampfes. Also hier ein sehr cooles Detail, das im Artwork zwar berücksichtigt wurde, aber in-game nicht. Und das später von den Remakes aufgegriffen wurde. Sehr, sehr cool. Wir haben hier mit Teak City, das sieht man leider nicht, weil hier genau die Seite eingeklebt ist, aber den Zinntower. Und daneben müsste eigentlich der abgebrannte sein. Ich glaube, der Zinntower war der abgebrannte, ne? Na egal, auf jeden Fall sind da zwei Tower und man sieht hier nur den... Ah nee, ich erzähle Scheiße, hier ist Teak City und hier sieht man auch den abgebrannten Tower. Sorry, das ist Viola City mit dem Knofenser-Turm. Aber ich meine... ich muss mal gucken, wie ich das hier hinkriege. Ein bisschen schwierig. Das Setup ist zwar ein bisschen professioneller als das letzte Mal bei der Gelb-Lösung, aber muss mal ein bisschen gucken, wie das mit dem Autofokus funktioniert. Da oben, hier sieht man den abgebrannten Tower. Und daneben, der nicht abgebrannt ist, aber nur die Hälfte davon, wie gesagt, weil das Ding hier eingeklebt ist. Die Farm mit der Kumu-Milch, die man kaufen kann, wenn man das Miltank heilt. Sehr, sehr viele kleine schöne Details. Hier die MS Aqua. Sehr cool gemacht. Man kriegt einen etwas dreidimensionaleren Eindruck des Spiels. Auch wenn die Perspektive hier nicht ganz stimmt, aber ist ja egal. Die erste sehr, sehr interessante Sache, die ich mit euch teilen möchte, ist, dass man hier im Impressum sehen kann, da zwar bei Herausgeber sieht man Satoru Shibata. Und Satoru Shibata, für alle, die ihn nicht kennen, ist der Dude, der als Nintendo Directs noch häufiger waren und auch Europa sein eigenes kleines Segment hatte. Der Typ, der die Directs in Europa vorgestellt hat, beziehungsweise auch ehemals der Chef von Nintendo of Europe, war zu der 3DS und Wii U Zeit sehr oft zu sehen, der Mann. Mal gucken, vielleicht kann ich ja gleich ein Bild von ihm einblenden, dass ihr auch wisst, wen ich meine. Sehr interessant, dass er hier als Herausgeber aufgeführt ist. Ich nehme an, weil er damals schon der Chef und CEO von Nintendo of Europe war. Auch hier steht Großostheim, sehr, sehr cool. Sehr nostalgisch. Das stand damals auf
glaube bis zu den Jahren 2005, 6 auf jeder Pokémon oder generell auf jeder Nintendo-Verpackung drauf. Ich glaube, das letzte Mal war das der Fall in Pokémon Perl und Diamant, bevor dann Groß Ostheim als Nintendo of Europe zwar innerhalb von Frankfurt geblieben ist, aber Groß Ostheim wird zumindest nicht mehr aufgeführt. Ich weiß nicht, ob sie das Gebäude gewechselt haben oder ob sie einfach die Anschrift in Anführungsstrichen geändert haben. Das kann ich nicht sagen. Wenn wir weitermachen, haben wir hier das Inhaltsverzeichnis. Das ist eigentlich relativ uninteressant. Wir haben hier die ersten zwei Artworks aus Generation 2 mit Professor Lind und dem Protagonisten. Ein paar Pokebälle, Schwerball. Das müsste der Turboball sein. Und das ist der Köderball, meine ich. Es geht weiter mit der World Map. Und was hier sehr interessant ist, ist, dass der Nationalpark und der Steineichenwald nicht auf der Map drauf sind. Weil das Ding, was die Scale betrifft, also das Größenverhältnis, nicht auf die World Map passt, sozusagen. Das sind also einzelne dezidierte Maps, auf denen man sich bewegen kann. Und die sind aber so groß, dass sie halt quasi hier der Welt nicht übereinstimmen. Also wenn man hier jetzt noch den Nationalpark in voller Größe darstellen würde, würde das mit den Eingängen da und den Ausgängen da nicht mehr übereinstimmen. Das ist etwas, das mir persönlich aufgefallen ist, als ich in Dragon Quest Builders 2 Johto nachgebaut habe. Da musste ich nämlich den Steineichenwald hier unten auch ausklammern, weil der sonst in die komplette Map von Dragon Quest Builders 2 nicht gepasst hätte. Side note, Dragon Quest Builders 2 ist Minecraft, bloß im Dragon Quest Universum. Da habe ich halt zum Scheiß mal Johto angefangen nachzubauen. Ich glaube, ich hab mit Neuburg hier angefangen, hier alles nachgebaut bis zu Castle City und dann, wie das so oft so ist mit großen Projekten, hat man dann entweder irgendwann keinen Bock mehr oder irgendwas kommt dazwischen oder so. Mal gucken, ob ich es noch zu Ende mache, ob ich die Zeit dazu finde. Aktuell ist es eigentlich eher unwahrscheinlich. So, dann ist mir aufgefallen bei der World Map, der Seeweg, also jeder kennt den Seeweg von Oliviana nach Anemonia City, wo man die Medizin und den fünften Orden holen muss. Die Medizin für das Ampharos und den fünften Orden für den Hartweg. Und dieser Weg hier, der kam mir immer elendig lang vor. Also jetzt auch, als ich es gerade durchgespielt habe und als Kind auch schon. Also wirklich elendig lange. Der gefühlt längste Seeweg seit Rubin und Saphir. Und wenn man jetzt aber hier drauf guckt, die Map ist gar nicht so groß. Also der Seeweg ist gar nicht so heftig. Ich glaube, dass man das so wahrnimmt, liegt unter anderem daran, dass man gegen so viele Trainer kämpfen muss und dass man die Strudelinseln umschiffen muss, was ein bisschen lästig ist. Aber ja, so heftig ist es da gar nicht. De facto ist es tatsächlich so, dass dieser Seeweg, ich habe in dem Pokémon Gelb Lösungsbuch nochmal geguckt, mal halb so lang ist, ungefähr halb so lang, wie der Weg von Alabastia, nee, von Fuxania City zur Zinnoberinsel. Also der Seeweg ist deutlich, deutlich kürzer als das Meer in Kanto. In der Kanto-Version von Gold und Silber ist es allerdings nicht der Fall. Generell ist Kanto natürlich, man kennt, ich glaube viele kennen die Anekdote, dass Kanto fast nicht in die Spiele gekommen wäre, weil es zu groß gewesen wäre. Und ja, aufgrund dessen haben sie halt Kanto an vielen Stellen halbiert. Der Bertania-Wald ist nur noch eine Ansammlung kleiner, trauriger Bäumchen, wie man es hier sehen kann, einigermaßen. Und auch alle anderen Routen und so wurden deutlich verkürzt. Ja. So. Dann ist mir hier zuerst aufgefallen auf der ersten Seite. Ich habe mir die Seiten nicht dazu geschrieben, verdammt. Aber hier spricht man immer noch von Ash. Und nicht von Rot, wie man das eigentlich kannte. Moment, wo stand es? Da. Hier wurde aus Ash in der roten, blauen und Special Pikachu Edition ein Meistertrainer. Es ist nicht Ash, es ist Rot. Das Lösungsbuch wird sich im Laufe dieses Videos nochmal oder an vielen Stellen selbst widersprechen. Aber ja, das ist zum Beispiel eine Sache. Gerade in der Hinsicht. Später ist es dann einfach wieder Rot, also gut, war halt so. Pokémon war noch relativ jung, der Hype war groß und man hat mit Ash insbesondere durch den Anime natürlich auch viel Werbung betreiben können.
So, was hier sehr interessant ist, sind die Artworks von gewissen Charaktern, und zwar alt und neu. Wir haben hier, ich gebe das mal ein bisschen an, damit es nicht so reflektiert, wir haben hier Bill, der tatsächlich ein bisschen älter aussieht als in Generation 1. Die eigene Mama, Professor Eich, der gefühlt keinen Tag gealtert ist, aber ein bisschen moderner sich kleidet jetzt mit bunter Kleidung. Professor Lind haben wir gerade schon gesehen, und der kleine Kurt. Die Beschreibung sagt, ein ziemlich kurzer Typ mit ziemlich langem Haar. Da waren die Übersetzer ein bisschen cheeky, ein bisschen frech. Hier unten, das Artwork, das kannte ich noch überhaupt nicht. Und das unten mit der Maschine, das ist einfach die Zeitkapsel. Da gab es später im Pokémon Trading Card Game noch eine eigene Karte zu. Hat aber nicht dieses Artwork verwendet, sondern ein eigenes, ich glaube ein 3D-modelliertes. Dieses coole, billige Billo 2000er 3D-Grafikstil-Ding, was CG durchgezogen hat damals. Aber ja, ist ein sehr cooles Artwork. Erst recht, wenn man es zum ersten Mal seit oder nach 20 Jahren zu Gesicht bekommt. Hier wird darauf eingegangen, was es früher gab, was es jetzt gibt und so. Generell befassen sich die ersten Seiten, wie das halt immer so ist, mit allem, was neu ist in der nachfolgenden Generation. Mal gucken, ob das in dem Pokémon Smaragd-Lösungsbuch, das ich by the way schon habe, auch möglich sein wird oder auch so gehandhabt wird. Ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Dann haben wir hier die ersten Artworks zu den Eiern, Donphan, Elekid, Hutu, der Pokédex. Was mir hier aufgefallen ist, war das auf dieser Seite schon? Ja. Man sieht während der ganzen Komplettlösung Screenshots aus dem Spiel. Und der Spieler, der Mann, die Frau, der wie auch immer Tester, Playtester, Playtesterin, hat hier. Bin ich jetzt befeuert? Ich hab grad gesehen, da. Das Onix in Viola City getauscht. Man kann in Viola City ein Habitak gegen ein Onix tauschen. Der erste In-Game-Trade in dem Spiel. Und das Onix heißt Aaron. Und das hat derjenige, der die Screenshots hierfür gesammelt hat, offensichtlich getan. Was ich sehr interessant fand. Dann haben wir auf der nächsten Seite Kampfstrategien, wie das Spiel funktioniert und was man machen kann und worauf man achten sollte, wie Trainerkämpfe verlaufen, wie wilde Kämpfe verlaufen. Ein paar Illustrationen, Trainerklasse Schüler aus dem Spiel, Trainerklasse Feuerspucker aus dem Spiel, Trainerklasse Kimono Girl, exklusiv in Generation 2 und 4 in den Remakes zu sehen, meiner Ansicht nach, oder glaube ich zumindest. Hier unten Trainerklasse Göre als Artwork, sehr, sehr cool. Das ist alles Basic Stuff, also nichts, was ein wahrer Pokémon-Trainer, ein erfahrener Pokémon-Trainer nicht schon kennen würde. Aber man muss es reinnehmen, man muss es berücksichtigen, weil man ja davon ausgehen muss, dass das erste Pokémon-Spiel ist, das man spielt. Die Typ-Effektivitätstabelle, interessant ist, dass die auf der allerletzten Seite nochmal zu sehen ist. Vermutlich um dem Spieler, also entweder es fehlte Platz, oder die wollten einfach, dass ein eventueller Spieler, Pokémon-Spieler, einfach hinten das Cover aufklappen kann und dann sofort die Tabelle hat, weil die braucht man vielleicht als Unwissender ein bisschen öfter, ich weiß es nicht. Sehr cool. Ich glaube, das ist das klassische rote, Rot- und Blau-Artwork von Garados, wo alle noch etwas monströser aussahen und weniger wie Spielzeuge, wie das heutzutage leider der Fall ist. Kramorx, Stalos, ihr seht es selber. Nocturne und Kikli for whatever reason, aber gut. Okay, hier sind noch ein paar Tipps, Statusveränderungen, wie die funktionieren und so weiter. Wie fängt man Pokémon, wie macht man das? Alles Basic Stuff, nichts Besonderes, ein paar Artworks hier, okay. Und hier geht es dann mit dem Trainerhandbuch los. Hier haben wir eine Checkliste, die Gott sei Dank vom Vorbesitzer nicht benutzt wurde. Also es hat keiner hier mit seinem Kuli Häkchen reingemacht. Und der Name sagt es eigentlich schon. Man kann die Liste hier abgehen, die Haken machen, was man schon erledigt hat. Eventuell nochmal nachprüfen, ob man was vergessen hat. Wird natürlich weder von mir und wurde Gott sei Dank von meinem Vorgänger nicht benutzt. Sehr, sehr cool.
Hier eine Erklärung dazu, wie die nachfolgenden Seiten funktionieren werden. Sehr interessant. Eine kleine Legende sozusagen, damit man weiß, was man machen muss oder wo man gucken muss. Und hier geht es auch schon los mit Neuborgia. muss ich auf meine... Wir hatten nämlich Gewitter, ich konnte meine Notizen nicht mehr auf dem Rechner schreiben, ich musste die auf diesen coolen Zettel notieren. Und genau, was mir hier aufgefallen ist, ich habe es ein bisschen unausgecheckt gemacht, es tut mir sehr leid, ich hoffe, es geht einigermaßen mit der Auflösung. Hier sieht man den Raum des Spielers. Und erstens, das kommt auf der Kamera nicht ganz so sehr zur Geltung, aber man sieht es im Vergleich zu dem Bild links daneben doch schon relativ deutlich. Aus irgendeinem Grund haben manche Screenshots einen sehr blassen Hintergrund, also der Raum hier ist sehr blass, aber alles, was ein Gegenstand ist oder eine Person, ein Sprite würde man sagen, das veränderbar ist, mit Ausnahme des Bettes, glaube ich, hat einen viel höheren Kontrast und viel stärkere Konturen. Ich weiß nicht, warum das denn hier so ist, keine Ahnung, aber das ist mir halt aufgefallen. Eine andere Sache, die Relaxo-Puppe, Glumanda und Pikachu, sind Items, die die Mom für einen kauft, wenn man Geld spart. Das SNES, das hier steht, nicht. Das kriegt man nur über Geheimgabe. So wird es auch in dem Most Perfect Save State Video zu Pokémon Kristall ein eigenes Segment geben, weil das ziemlich, ziemlich scheiße ist. Ich hoffe, dass mir die Geheimgabe am Ende nicht in meinen Zeitplan rotzt und ich deswegen das Video um eine Woche verzögern müsste. Das wäre sehr, sehr kacke, aber es kann leider passieren, weil es unheimlich viele Items nur über Geheimgabe gibt. Und Geheimgabe ist RNG. Ich kann 5-mal am Tag Geheimgabe machen. Und wenn da kein dekoratives Item dabei ist, was jetzt zum zweiten Mal in Folge der Fall war, dann wird das noch sehr, sehr lange dauern. Wäre sehr, sehr scheiße. Ich muss tatsächlich Pokémon Gold 2-mal am Tag bis Dukalsia City komplett neu anspielen, bis Dukalsia City, damit ich 5-mal Geheimgabe machen kann. Egal, gehe ich im Detail in dem 100% Video drauf ein. Interessant ist hier, dass jedes Gebiet nur, also das ganze Buch hat so ein bisschen an manchen Stellen mehr, an manchen weniger den Eindruck, als wäre es, als hätten die eine harte Timeline gehabt, also eine harte Deadline, dass sie das schnell fertig kriegen mussten. Jeder Ort wird hier nur ein einziges Mal aufgeführt, egal wie oft du ihn besuchst und egal, was es hier zu holen gibt. Und so spoilert einen, in Anführungsstrichen, das Lösungsbuch bereits auf der ersten Seite der eigentlichen Komplettlösung, damit dass Professor Lind einem den Meisterball gibt. Steht auch immer hier drin, ja, wenn du später wiederkommst, hier in grün später, wenn du später wiederkommst, kannst du das und das machen, kriegst du das und das. Finde ich ein bisschen schade. Aber gut, ist halt so. Ich meine, das Spiel hat auch massiv Content, das muss man dazu sagen. Also wirklich viel. Auch im Vergleich zur Generation 1 sind Welten dazwischen. Hier finde ich es interessant, und das ist bei jedem Pokémon, das in diesen Boxen erscheint, während der Komplettlösung auch so. For whatever reason haben die hier angegeben, warum auch immer, welches Pokémon in dieser Box, oder wenn ein Pokémon in dieser Box erscheint, welche VM es erlernen kann. Der Schneider, Surfer, Whirlpool, Stärke. Ich weiß nicht, warum die das wichtig fanden. Ich meine, VMs sind nervig, aber man fängt sich eigentlich auf Route 1 oder 2 ein VM-Nutztier und benutzt das bis zum Ende Spiels. Aber gut. Dieser Kasten hier, oder diese Rubrik, ist sehr interessant. Nicht, weil sie besonders viel Information bereithält, sondern weil sie irgendwann einfach verschwindet. Hier wird angezeigt, auf Route 29 kriegt man Taubsi, Radfratz, Visor und Huthut. In welcher Edition? Gold, Silber. In dem Fall in beiden. Die sind hier identisch. Und Tag, also Morgen, Tag und Nacht. Die drei Zeiten, die man in dem Spiel haben kann. Und zwar wie oft zu welcher Tages- und Nachtzeit. Eigentlich eine sehr coole Lösung. Aber wie gesagt, die werden faul im Laufe der Komplettlösung. Und zwar dreist faul. Dann wird hier beschrieben, wie man vorzugehen hat. Alles nicht so wild. Rosalia City, Route 31 und 30. Welche Items man finden kann. Hier sind noch sehr detailliert, welche Pokémon man bekommt. Gegen den Rivalen, der übrigens in diesem Buch nicht einmal namentlich erwähnt wird. Es ist immer nur der Rivale.
Er heißt, das ist Canon, das ist, sein Name ist Silber. Hier ist aber der Protagonist Silber und er hier wird namentlich überhaupt nicht erwähnt. Aber gut, das war damals auch noch nicht so mit Canon und Off-Canon und was ist in der Pokémon-Welt wirklich passiert, was nicht. Ist auch eigentlich scheißegal, gerade bei Pokémon. Hier ist ein sehr irritierender Satz drin versteckt. Hier wird nämlich erklärt, wie die Ei-Mechanik funktioniert. Und dass man sich ein Ei in Viola City abholen kann, das Togepi-Ei, das berühmte. Und ja, danke Windows, danke schön. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Und hier steht, damit das Pokémon schlüpft, braucht es aktive Pokémon in der Nähe. Also reitet es in euer Team ein und wartet einfach. Das stimmt nicht. Es reicht nicht einfach zu warten. Man muss sich bewegen. Eier schlüpfen nämlich nach einer gewissen Anzahl Schritte. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, das als Kind auch gedacht zu haben, also dass es einfach nur Zeit braucht. Und habe meinen Gameboy angemacht, Pokémon Gold, habe ein Ei in meine Party gebracht und habe den Gameboy einfach angelassen und habe währenddessen was anderes gemacht und habe gewundert, warum schlüpft dieses Ei nicht? Ja, weil ich mich nicht bewegt habe. Gut, habe ich dann auch relativ schnell herausgefunden. Aber es wird hier sehr missverständlich formuliert. Man weiß, was gemeint ist, wenn man weiß, worum es geht. Wartet einfach im Sinne von spielt einfach weiter und es wird von alleine passieren. Aber es sind de facto Schritte, die man machen muss, um ein Ei zum Schlüpfen zu bringen. Hallo, Future Dennis hier. Ich mach's schnell. Würde mich über einen Sub freuen und über einen Kommentar und über ein Like. Wäre super Premium. Und für alle, weil es in den Kommentaren hin und wieder aufkam, die interessiert daran sind, ich habe jetzt eine Ko-fi-Seite eröffnet, auf der man mich finanziell ein bisschen unterstützen kann, weil die Projekte dann doch relativ viel meines Taschengeldes, in Anführungsstrichen, in Anspruch nehmen. Mehr dazu am Ende des Videos. Ich möchte nicht zu lange Pause machen. Hört euch das gerne am Ende des Videos an. Ich würde mich freuen. Dankeschön. Dann ist hier der Knofenser-Turm. Welche Pokémon findet man im Knofenser-Turm? Radfratz-Nibulak. Es werden Tipps gegeben, wie man gegen die Knofenser ankommt, dass man mit Wasser-Pokémon ein kleines Problem haben könnte, also insbesondere mit dem Wasserstarter. Hilfestellung gegen Falk. Da steht auch drin, dass man bis dahin keine Elektro-Pokémon bekommen kann, aber mit dem getauschten Onix Vorteile hat. Und so weiter und so fort. Hier Route 32 kriegt man von Frieda am Freitag den Giftstich, welches Giftattacken verstärkt. Alles Coolio Cabulio, südlich von Viola City Richtung Dunkelhöhle. Ne, Einheitstunnel. Richtung Einheitstunnel. Dann Azalea City kommt dann hier. Welche Trainer, auch sehr schön, welche Trainer einem ihre Nummern geben können. Leider nicht, was das bringt, also was die dann mit deiner Nummer machen, ob sie dir Items schenken oder kämpfen wollen, steht hier leider nicht dazu, das muss man selbst herausfinden. Aber gut, was mir auch sehr stark auffällt, dass sie halt sehr viel Seitenplatz verwenden für besonders große Illustrationen und sehr dicke Schriftart und so und sehr viel, tatsächlich trotzdem noch sehr viel leerer Platz dazwischen ist. Das war in Pokémon Gelb etwas optimaler genutzt, der Platz. Die Alfruin, in dem man Inkognito fangen kann. Alles soweit normal, nichts Besonderes. Die Einheitshöhle, ganz cool, habe ich tatsächlich während meines Pokémon Crystal Runs auch benutzt, dass man hier die Maps komplett drauf hat. Ich hätte das einfach das Internet benutzen können, aber das wollte ich nicht. Ich habe das Buch, also benutze ich es. Ich habe mich jetzt aber nicht um die Items und so gekümmert, das habe ich alles selbst gesucht oder um die Trainer, sondern es war mir einfach nur wichtig, dass ich sehe, wo ich bin in der Höhle, weil das im Pokémon Gold sehr verwirrend sein kann oder generell in jedem Pokémon sehr verwirrend sein kann, wenn man sich in einer Höhle befindet. Darum so als kleine visuelle Hilfe, dass ich weiß, wo was ist. Hier wird einem auch noch erklärt, dass Lapras am Freitag da zu fangen ist. Das werde ich morgen, heute ist Donnerstag, mal gucken, ob ich es heute schon hochlade, das Video. Das werde ich dann morgen tun müssen, damit ich das auch in meinem Kristalldeck drin habe. Ja, soweit so gut, die Story wird erklärt. Man muss die Fleckmon retten, man muss den Arena-Orden holen, man muss das Porenta retten, um Zerschneider zu bekommen und so weiter und so fort. Ganz cool, hier auch nochmal wieder eine Map vom Stein Eichenwald. Ich meine, der ist jetzt nicht so kompliziert, aber nice to have. Und auch in dieser Komplettlösung ist es so, dass die versteckten Items, also jene, die man nur mit dem Detektor finden kann, hier nicht eingezeichnet sind. Leider. Da werde ich, wenn ich dann meinen Control-Run mache, um zu gucken, ob ich wirklich alles erwischt habe, tatsächlich das Internet zur Rate ziehen müssen. Aber bis jetzt bin ich guter Dinge, dass ich
ein, maximal zwei Items irgendwo übersehen habe. Leiter Kai, was mache ich gegen den? Der Rivale, was mache ich gegen den? So wide, so good. Ja, haben wir den Fleckmannbrunnen. Alles cool. Route 34 mit der Pension. Verzeihung. Mit der Pension. Ja, gebt die Pokémon da rein, dann machen die euch Kinder. Ganz, ganz cool. Männlich, weiblich, divers, ditto, was auch immer. Wollt? Ganz cool. Seite 32 habe ich mir auch wieder was zu aufgeschrieben. Genau, die Preise der Glückszahlshow, die hier stattfindet, im Radioturm. Ihr kennt es, wo man die ID der Pokémon mit der Glückszahl vergleichen muss und dann eventuell einen Preis gewinnt. Die Preise sind hier nicht aufgelistet. Die stehen hier nicht drin. Ganz, ganz zum Schluss wird kurz erwähnt, dass man in Dukatia City auch einen Meisterball bekommen kann, aber Platz 2 und 3 wurden nicht erwähnt. Und ich frage mich, wurden die nicht erwähnt, weil sie es selbst nicht geschafft haben, in der Zeit alle Preise zu ziehen und die Informationen nicht hatten von Game Freak? Oder haben sie einfach keinen Bock gehabt, das aufzulisten? Sehr interessant. Und hier wird nicht mal aufgeführt, doch, der Fahrradladen, nevermind, sorry. Ich wollte gerade monieren, dass der Fahrradladen nicht aufgeführt ist, ist er aber. Hier wird in keinem Satz erwähnt, erkennt man, dass die Arena von Bianca mit dem Miltank, einer der schlimmsten Arenaleiterinnen in der Pokémon-Geschichte, dass die Arena geformt ist wie ein Pipi. Hier Auge, Auge und Bäckchen 1, Bäckchen 2, hier die Elvis-Tolle und so. Pipi. Sieht man in-game nicht, also es sei denn, man achtet besonders drauf. Aber die Perspektive hat man halt in-game nicht. Man sieht das also nur hier drüber. Sehr, sehr cool. Sehr cooles Detail. Wird aber hier nicht drauf angegangen. Es sei denn, ich habe es überlesen, weil ich Brain AFK war. Kann auch sein. Aber soweit ich weiß, habe ich es da nicht gelesen. Ja, Pipi. Die Spielehalle. Hilfe unter bzga.de. Alles gut. Jiggy-Kanne. Hier werden die Evolution von Evoli aufgeführt, weil man in Dukatia City von Bill ein Evoli bekommt, aber erst, oder Evoli, keine Ahnung, ich sag immer Evoli, mittlerweile ist es eine Meme, wenn man in Teak City ist und Bill zum ersten Mal trifft und dann zurück nach Dukatia City kommt, kriegt man von ihm ein Evoli, welches man dann entwickeln lassen kann. Und hier wird halt erklärt, hey, cool, du kannst es in diese ganze 5 Pokémon entwickeln lassen. Und zwar machst du das so und so. Ganz cool. Zu dem Zeitpunkt im Spiel hat man aber kaum oder gar keinen Zugang zu einem Wasser-, Blitz- oder Feuerstein. Donnerstein, nicht Blitzstein. Der Untergrund, sehr cool hier die Aufstellung, wer wann da ist. Am Montagmorgen ist hier der Laden geöffnet, wo man sich Nugget-Perle, Riesenperle, Sternstaub und ein Sternenstück kaufen kann. Und zwar für weniger, als man sie verkaufen kann. Ich habe das in-game gemacht, um zu gucken, wie viel Geld ich verdienen kann damit. Es ist nicht viel. Es lohnt sich nicht, hier Montagmorgens hinzugehen. Es sei denn, man will unbedingt ein Nugget in seinem Inventar haben, ohne es zu verkaufen. Dann kann man hier immer eins nachholen. Bringt aber nichts. Also am Ende, wenn man das alles verkauft, macht man vielleicht einen Plus von 2000 oder so, wenn überhaupt. Die beiden Friseure, Ganpo ist eine alte Dame. Sie verkauft die bittere Medizin. Und hier liegt der Münzkorb, der mich in eine tiefe Spielsucht getrieben hat. Aber was tut man nicht alles für Narvita, oder? Route 35. Weit. Gut, nichts Besonderes. Ich würde gerne genauer auf die Routen eingehen, aber alles, was ich dazu zu sagen habe, werde ich im 100% Run sagen. Und hier steht auch nicht besonders viel. Hier steht nur, lauf da durch und bekämpfe die Trainer. Und fange die Pokémon. So. Und diese Seite, interessanterweise, ist die letzte Seite, ich guck nochmal, ich fact-checke das nochmal. Ah, vorletzte, okay, nevermind. Kommt gleich. Nationalpark. Mein Lieblingsgebiet im ganzen Spiel wegen der Musik. Geformt wie ein Pokéball. Ich denke, das ist jedem auch in-game aufgefallen. Ja, mit dem Käferturnier, welche Pokémon man im Käferturnier sammeln kann. Interessanterweise mit der Levelangabe. Hier, Raupi, Level 7 bis 18. Ich hoffe, man sieht das, ey. Ich hoffe echt, dass die Auflösung nicht zu kacke ist. Sieht ganz gut aus. Ich mache nochmal Autofokus. Sieht ganz gut aus, oder?
7 bis 18, 9 bis 18 für Safcon, 12 bis 15 für Smedbo. Sehr, sehr cool, dass es hier aufgeführt ist. Es wird hier nicht gesagt, was man beachten muss, um zu gewinnen. Das ist wieder ein Thema für sich selber. Aber ja, cool. Hätte ich nicht mit gerechnet. Man wird gewarnt, dass man Mogelbomben nur einmal kriegen kann. Das finde ich auch wiederum sehr cool. Ja. Ansonsten. Nächste Seite. Teak City. Und das hier ist jetzt die letzte Seite. Das hier ist die letzte Seite, auf der diese Kästchen hier auftauchen. Wir haben nur bis Route 39 oder 8, nee, nicht mal, bis einschließlich Teak City und halt den Türme. Nur bis dahin Bock gehabt, diese Liste zu machen, wo man welche Pokémon zu welcher Uhrzeit bekommt. Das wird später nochmal wichtig. Darum merkt euch das, dass sie genau hier aufgehört haben. Was für eine Scheiße, warum? Ich meine, ich verstehe, dass es viel ist. Ich verstehe, dass es viel Aufwand ist, das zu machen. Erst recht, wenn man mit der Information arbeiten, mit den offensichtlich recht spärlichen Informationen arbeiten musste, die man von Game Freak oder Nintendo bekommen hat. Und es ist ja offensichtlich aufgrund der Screenshots, dass die Leute das in Deutschland selbst spielen mussten, um die Screenshots zu holen. Aber warum? Warum hört man einfach auf mittendrin? Finde ich sehr, sehr schade. Ich habe das Ding sowieso nicht benutzt, als ich es durchgespielt habe. Aber als Kind hatte ich es nicht und als Erwachsener jetzt gerade. Warum? Aber als Kind hätte ich das mega abgefeiert. Gut, hier sieht man dann die Pokémon, die es hier gibt. Vermeintlich, wohlgemerkt. Aber nicht zu welcher Tages-Nacht-Zeit, nicht in welcher Edition sie spezifisch sind. Und so weiter und so fort. Ich mag allerdings das Porenta Artwork sehr, sehr gerne. Mega cute, das Ding. Finde ich richtig cool. Eine andere Sache. Ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnern kann. Hier ist es natürlich nicht dargestellt, aber ich zeige es euch einmal, damit ihr wisst, wovon ich rede. Nur in Gold und ich glaube in Silber. Ich glaube sogar nur in Gold. Dieser Feuerspucker, wenn man den besiegt hat, verliert er seine Farbe. Der wird grau. Vielleicht habe ich Bock, das nochmal zu screencapturen irgendwann mal. Wahrscheinlich nicht, müssen wir mal gucken. Es ist sehr seltsam, aber er wird einfach grau. Warum? Ein sehr, sehr cooler Fehler. Ich dachte, das wäre beabsichtigt gewesen, aber ich glaube, in Silber passiert es nicht. Müsste ich nochmal gucken. Ich habe beide Spiele auf der Virtual Console. Müssen wir mal schauen. Aber ja, das fand ich sehr, sehr witzig, wollte ich an der Stelle mal erwähnen. Teak City. Hier sieht man, dass die Map verbunden ist. Also dass der Turm, wo man am Ende Ho-Oh fangen kann, auch auf der Map ist, auf der Teak City ist. Das ist sehr, sehr cool. Das sieht man sonst nicht, das kriegt man sonst nicht zu Gesicht im Ingame, wenn man sich ganz hier hinstellt oder ganz da hinstellt, sieht man dieses Areal gar nicht. Hier wird nochmal die Zeitkapsel erklärt, so, ey, du kannst jetzt in die Vergangenheit reisen. Einmal zur Anleitung. Was ich hier sehr interessant finde, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut einfangen kann, ich hoffe, Ho-Oh sieht auf diesem Sprite, also auf diesem Screenshot so aus, als hätte es drei Farben. Rot, grün und gelb. Hier oben bei den Haaren, bei dem Kamm, den er hat. Hinten bei den Schwanzfedern. Das sieht nur so aus. Ho-Oh hat im Ingame 4 in Anführungsstrichen Farben. Es sind tatsächlich nur 2, nämlich Rot und Grün. Der Rest ist Weiß und Schwarz. Generell, was mir als Kind nie aufgefallen ist, ganz viele Pokémon, und dann alle Pokémon haben im Prinzip nur 2 Farben, wenn man mal von dem Schwarz und dem Weiß absieht, die in jeder Color Palette drin sind. Aber die haben es geschafft, mit 2 Farben und Schwarz und Weiß eine Farbe darzustellen, die einem suggeriert, oh ja, das ist... Das Ding hat mehr als 2 Farben. War nie so. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo anders nochmal ein bisschen besser zeigen kann. Machen wir denn mal einen Screenshot. Mogelbaum zum Beispiel. Mogelbaum, wenn ihr mich jetzt fragen würde, wie viele Farben hat Mogelbaum? Ja, 3 mindestens, ne? Braun, grün und gelb für die Punkte auf seinem Bauch. Aber es sind, man erkennt es nicht richtig, aber es sind nur 2. Es ist braun und grün und die Punkte auf seinem Bauch werden einfach durch Weiß dargestellt. Aber das Gehirn baut das dann so um,
dass man denkt, es sind mehr. Ich richtig weggeflasht, als ich das endlich mal gecheckt habe nach x-tausend Jahren. Dann, ich drehe mal um, auf Seite 41 ist meine nächste Notiz. Das Porenta-Artwork steht hier. Das ergibt keinen Sinn, das war vorher schon. Aber ja, ab hier hören die Habitate auf, genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Einfach vorbei. So, Oliviana City draufgeschissen, Route 38, 39 draufgeschissen. Findet das doch selbst heraus, wenn ihr wahre Pokémon-Meister seid. Finde ich ein bisschen traurig. Dann, Jasmin, krankes Ampharos, Oliviana City, holt euch Stärke, surft hier runter. Alles basic stuff. Die Textbox von Tentara ist mega dumm. Ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler war oder ob die das in der Formulierung so verschissen haben, dass es keiner checkt, aber auf den Routen 40 und 41 trefft ihr auf viele Tentara und Tentoxa. Vorsicht! In der Regel besitzen sie etliche Wasser-VM. Nein. Sie meinen garantiert mit VM einfach Attacken und haben aus irgendeinem Grund daraus VM gemacht, keine Ahnung, aber nicht ein einziges Tentara in der Wildnis auf dieser Route kann eine VM. Ist auch egal. Wird noch besser. Mit Gesteins- und Feuer-Pokémon macht ihr jedoch ganz schnell Fischfutter aus ihnen. Ja, geil, lass mal Kleinstein einsetzen, mal gucken, wie weit das kommt. Wobei wahrscheinlich wirklich relativ weit, weil ich glaube, die Tentara auf der Route können keine Wasserattacke. Aber ja, Feuer- und Gesteins-Pokémon für alle, die nicht Pokémonologie studiert haben, haben einen ganz klaren Nachteil gegen diese beiden Pokémon und werden unnormal durchgelassen, normalerweise. Und werden hier aber empfohlen. Gut, ist ein Formulierungsfehler, glaube ich. Ich glaube, die wollten eigentlich sagen, dass Tentara und Tentoxa aus Gestein- und Feuer-Pokémon Fischfutter machen. Etwas schlecht ausgecheckt. Auf diesem Artwork, und das wird sich später ändern, hat Lugia, wollte ich auch noch erwähnen, schwarze Rückendingsies. Die werden später lila, glaube ich, oder dunkel. Wobei mir das schwarz-silberne Design sehr viel besser gefällt. Das sieht sehr viel cooler aus. Richtig badass. Dann wird hier beigebracht, okay, du kriegst das Potrot, der fünfte Orden. Du darfst das Potrot behalten, wenn du es gut behandelst. Und so. Basic Stuff, hier geht's weiter. Ein paar Artworks, ein paar Maps. Hier wird einem noch gezeigt, wie man die Steine schieben muss. Nur hier. Ich glaube, es gibt später nochmal ein Schieberätsel irgendwo im Spiel, aber nur hier wird einem gezeigt, wie man die Steine schieben muss. Achso, ja, klar, im Eisfahrt gibt es noch ein Schieberätsel. Ich meine, das wird dort nicht erklärt. Oder die Lösung wird einem dort nicht geboten. Dann die Strudelinseln. Wie gesagt, die Sachen kommen immer einfach mittendrin und werden danach nie wieder aufgegriffen. Die Strudelinseln sollte man eigentlich erst besuchen, wenn man Whirlpool hat, oder kann man erst besuchen, wenn man Whirlpool hat. Eine Kaskade, um zu Lugia zu kommen. Aber gut. Dann ist das halt so. Der See des Zorns mit dem roten Garados. Hier wird einem nochmal ans Herz gelegt, vorher zu speichern, damit man das rote Garados auch fangen kann. Und nicht verkackt. Das wird einem bei Elektroball hier in dem Team Rocket Versteck nicht geraten. Habe ich aber gemacht in meinem Run, weil ich keine Lust hatte, Voltoball zu trainieren. Man muss gegen drei Elektroball kämpfen. Und um diese Maschine hier auszuschalten. Ich habe hier vorgespeichert und einfach so lange soft resettet, bis ich das Elektroball gefangen habe. Bisschen Zeit sparen und so. Manche Leute haben es sogar in ihrem Run verwendet. Und ich glaube, Small Ant, ein amerikanischer Twitch-Streamer, hat es geshiny hunted. Ganz witzig. Das Schlimme ist, weil das Ding kann Explosion. bis hierhin passiert dann tatsächlich auch nicht mehr so viel. Bis zu meiner nächsten Notiz. Hier wird einem nur gesagt, was man machen muss. Es kommen keine großartigen Screenshots bzw. Artworks mehr. Lieber Weberak, okay. Rosanna, ich klemme mir den Satz, den ich schon 50 Mal gebracht habe zu Rosanna. Ihr wisst, wovon ich rede. Tanza, sehr nervig, das Ding kann Finale. Wenn man sich das holen will auf Level 10. War kopflos. Kann einfach Finale. Und ist auch sehr gewillt, das einzusetzen. Und ich habe mich geirrt. Zumindest der Eisfahrt wird hier so, wie man durchlaufen muss, geschrieben. Und hier, wie man die Steine schubsen muss, auch.
Nevermind, da habe ich nicht aufgepasst. Einlochen. Auf Seite 54, genau. Warum auch immer, schreiben die hier rein. Togepi besitzt ihr schon recht bald. Bringt ihm daher jede VM bei, die es erlernen kann. Mag es euch sehr, entwickelt es sich so Togetic. Warum sollte ich einem Togepi, außerdem VM-Flug geht nicht, aber egal, die meinen Togekiss. Warum sollte ich meinem Togepi zu einem VM-Nutztier machen? Die meinen garantiert normale Attacken. Kann ich mir nicht anders vorstellen. So irgendwie, oh geil, Togepi, erstmal Stärke draufballern. Kann es, glaube ich, nicht mal. Man würde sonst auch hier stehen. Mein Togepi ist unnormal, ist kein Blitz. Es zerstört alles, ich schwöre. Die Rätselslösung zum Eisfahrt hätte ich als Kind sehr gebrauchen können. Ich glaube, das haben viele, da haben viele ein kleines Kindheitstrauma davon getragen beim Eisfahrt. Arenaleiterin Sandra, Punkt, mit Dragonier. Soweit so gut, alles standardisierter Stuff. Meine nächsten Notizen habe ich mir auf Seite 61 gemacht. Kommen wir also gleich hin. Hier der Weg, wenn man den 8. Orden hat, zurück nach Neuborgia mit das war hier schon, mit dem Meisterball, den man dann von Professor Lind bekommt, was man ja auf Seite 1 der Komplettlösung gespoilert bekommt. Und wie man dann seine ersten Schritte in Kanto macht, die Siegestraße hochläuft. Und beziehungsweise die Route, ich weiß, ist das 27 hochläuft und dann in die Siegestraße geht. Soweit so gut, schön eine Anleitung zur Dunkelhöhle. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr interessant, weil die auch sehr, auch so wie mit Point of No Returns, wo man hier runterspringen muss und dann hier gefangen ist. Sehr cool, das zu haben, damit man weiß oder damit man sich zumindest den ein oder anderen frustrierenden Weg sparen kann. So. Was ich mir hier zur Seite 61, das ist die hier, für Notizen gemacht habe, ist eigentlich relativ einfach. Das hier ist eher uninteressant, ist nur der Rival-Kampf, der Rivalkampf. Hier werden die Top 4-Member aufgelistet. Und es wird euch gezeigt, ey, guck mal, du musst unbedingt, ne, und hier, und mach das und das und das und das. Und du musst unbedingt deine Pokémon richtig geil trainieren, damit du überhaupt eine Chance hast gegen die. Die sollten mindestens Level 40 sein, wenn nicht 50, 55 wäre noch geiler. Achtet mal auf das Level von dem Tornupto. Und von dem roten Garados. Nochmal Tornupto. Nochmal Tornupto. Die haben ihre Pokémon selbst nicht trainiert. Level 35, Level 37, Level 34. Lächerlich. Da merkt man, dass die keinen Bock darauf gehabt haben, dass sie da durchgerusht sind. Nein. Soll jeder so spielen, wie er will. Aber das fand ich sehr, sehr witzig. Zumal ich habe relativ... Ich habe zwar gegen jeden Trainer gekämpft und so, aber ich habe nie gegrindet während meines Runs. Musste ich nicht. Und hatte alle meine Pokémon, also mein ganzes Team Level 50, 40. Sehr interessant, keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben, da auch noch zu gewinnen. Wahrscheinlich haben sie gesafescumpt, also einfach vor ihrem Trainer gespeichert. Vor ihrem Top 4-Member einfach gespeichert und dann immer wieder versucht, bis sie es geschafft haben. Vielleicht haben sie es auch gar nicht geschafft, weil man hier keine Screenshots von den Credits sieht. Kann auch sein. By the way, wird auch hier mit keiner Silbe großartig erwähnt, dass du jetzt Champ bist. Pokémon Liga geschafft. Cool, 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 cool. MS Aqua. What? Könnte ich bitte kurz ein bisschen Applaus kriegen, dass ich jetzt der Champ der Johto-Liga bin? Naja, gut. Okay. Aber so ist das im Leben eines Pokémon-Trainers. Du musst jeden Tag musst du hart arbeiten. Es ist keine Zeit dafür, deine Erfolge zu feiern. Die nächsten Notizen, also hier geht es dann mit Johto los. Mit Kanto los. Die Reihenfolge, in der man Kanto spielen kann, variiert. Die Reihenfolge, die sie hier gemacht haben, ist relativ seltsam. Wir haben Blau, also den 8. Orden, Gary, Blau, wie auch immer, vor Pyro gemacht. Das kann man sich mehr oder weniger aussuchen, je nachdem, wie man das Ding spielt. Es gibt einen Leitfaden, oder gewisse Arenen sind geblockt, bevor du Sidequests fertig gemacht hast. Aber
Eigentlich kann man das in einer beliebigen Reihenfolge machen. Die Arenaleiter sind doch alle ungefähr gleich stark, so um die Level 50 mit ihren Pokémon. Hier Pipi-Puppe, Safronia City, Sabrina, alles nichts Neues, auch alles, was wir in Kanto schon gesehen haben, bloß jetzt in Farbe und bunt. Meine nächsten Notizen habe ich mir gemacht. Achso, hier, sehr cool. Will ich nochmal im Detail drauf eingehen, wenn ich den Most Perfect Safe State vorstelle. Felstunnel ist abgespeckt, klar, kein Platz auf der Cartridge, man musste die Höhlen kleiner machen. Aber, wenn man sich genau konzentriert, das ist so ein bisschen wie früher bei den Schlümpfen, wenn man sich genau konzentriert, kann man sie sehen. Und wenn man brav ist, natürlich. Wenn man sich genau konzentriert, kann man das Layout aus den Kanto-Spielen wieder erkennen. Hier mit dem, wo man hier hoch und runter gehen muss und so. Bloß halt in Mini. So Polly Pocket Felstunnel-Edition. Wäre sehr cool. Mit dem Mondberg haben sie es leider nicht gemacht. Nicht wirklich. Kommen wir auch noch hin. Seite 68 meiner nächsten Notizen. Achso. Britannias, Azuria City. Hier steht ein Dude. Während des gesamten Runs. Oder während des gesamten. Ja, Runs. Wow. Ich brauche Urlaub. Während der kompletten Komplettlösung. Noch ein noch besserer Satz, Dennis. Gut gemacht. Während der kompletten Komplettlösung wird nicht ein einziges Mal irgendein verstecktes Item über den Detektor. Auf irgendein verstecktes Item hingewiesen. Nicht ein einziges Mal. Hier schon und dann gleich zweimal. Einmal hier der Dude, weil er einem das buchstäblich sagt. Sein eigener Detektor in-game schlägt aus. Was ist damit gemeint? Das Berserker-Gen, was auch einige in Pokémon Gelb Save State geschrieben haben. Wie gesagt, das ist ein Item, das man nur in Generation 2 bekommt. Das Berserker-Gen kann man hier finden. Das Berserker-Gen ist ein tragbares Item, das die Angriffskraft um 2 Stufen erhöht, aber dich verwirrt. Das ist also quasi so, als hättest du die Attacke Angeberei abbekommen. Nur um das Spiel darauf hinzuweisen, dass es hier liegt. Und weil uns der NPC darauf hinweist, tut es das komplette Lösungsbuch auch nochmal. Und die zweite Erwähnung des Detektors ist in Mistys Arena, damit man die Spule finden kann. Ich glaube, sie liegt hier. So ein Viereck. Viereck und oben links liegt, glaube ich, die Spule. Ich wünschte, das wäre unten links gewesen, aber leider nicht. Ja, hier sieht man es nochmal hier. Oben links. Man muss gegen den sehr, sehr lustigen Team Rocket, den letzten Team Rocket Rüpel kämpfen im gesamten Spiel, der in den Hard Gold Soul Silver Remakes ein bisschen entschärft wurde, aber hier spricht er sehr, sehr richtig lustig schlechtes Deutsch, was halt darstellen soll, dass er Ausländer ist und nach Johto oder Kanto gekommen ist, um Team Rocket beizutreten. Er sagt zwar nicht so Sachen wie nix gut diese, aber es ist schon sehr nah dran. Cool. Achso, die andere Sache. Cerulean City Gym. Wir haben vergessen zu übersetzen. Azuria City Arena muss da eigentlich stehen. Cerulean City, Azuria City Gym Arena. Aber einer der tatsächlich sehr wenigen Fehler, die ich gefunden habe. Sei es nun Rechtschreibung oder Übersetzung. Einer der sehr wenigen Fehler. Zu dem anderen komme ich gleich noch. Dann haben wir wieder Basic Stuff. Also hier sieht man es nochmal ganz extrem. Auf dieser Seite stehen 8 Sätze oder so. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Nicht viel. Der Rest ist aufgefüllt. Kramurks. Hunduster. Gibt es zwar hier auf Route 7. Aber das hier erst auf dieser Seite. Ne, nicht mal. Ist die nicht mal drauf? Doch. Ach so, doch hier. Okay, ich bin dumm. I'm sorry, ich nehme es zurück. Trotzdem haben sie so viel, also fast die Hälfte der Seite, ein gutes Drittel, nur mit Pokémon vollgeballert. Pokémon-Bildern und nicht mal einen Text dazu. Also die sind gegen Ende sehr, 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 sehr faul geworden. Leider. Leider, leider. Ist eine sehr geile Generation. Meine Lieblingsgeneration tatsächlich. Aber gut. Hier, Spielehalle in Kanto. Spielteilen einmal ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bga.de. Der Radweg. Ich hatte 3 oder 4 Leute, die im Kommentaren bei Pokémon Gelb geschrieben haben. Radweg? Radweg? Warum sagst du Rad?
ja, Dialektsache oder so, keine Ahnung. Der Rat. Okay. Kann man hier auch Rat-Tikal fangen? Nein, man muss auch mal ein bisschen über sich selbst lachen können, nicht wahr? Basic Stuff, nichts Besonderes, nichts, was man nicht im Spiel auch von allein durch Spielen herausfindet. Also wie gesagt, es gibt keine Hintergrundinformationen, es gibt keine Trivia-Sachen und so. Es ist einfach nur, da findest du Traumato, da findest du Janera, da ist ein Trainer, da ist noch ein Trainer. Das ist halt ein bisschen lame. Ich mag die Map-Layouts und so und dass man hier angezeigt bekommt, was man wo findet, aber sehr unangenehm. Leider. Ach so. Seite 75, Hut. Warum wird uns auf Seite 75 einer Komplettlösung hier erst gezeigt, dass Hut nur bei Nacht zu finden ist? Nach 18 Uhr habt ihr eine gute Chance, eins zu fangen. Was sagt ihr mir jetzt? Ich habe bis jetzt, zu diesem Zeitpunkt im Spiel hat man schon so viele Hut gesehen, man ist basically der Vogelpark Walsrode. Und jetzt kommt ihr mit Hut? Aber gut. Von mir aus, wenn es die Seite füllt, soll das okay sein, habe ich kein Problem mit. Seite 77 ist schon ein nächster Fehler, den ich entdeckt habe. Ich will das Ding nicht zu sehr auseinandernehmen. Wie gesagt, ich mag das Buch sehr gerne, aber es ist halt als Komplettlösung eher so Medium. Okay? Hier wird einem gesagt, Pipi tanzt. Das ist dieses eine Pipi-Event, das man nur nachts sehen kann auf dem Mondberg. Und welches ich als Kind immer sehen wollte, aber nie konnte, weil ich um diese Uhrzeit natürlich nicht wach sein durfte. Sonntagnachts um 12 Uhr. Das stimmt nicht. Also kommt drauf an, welche Sonntagnacht die meinen. Von Samstag auf Sonntag oder von Sonntag auf Montag? Von Sonntag auf Montag würde bedeuten, dass man zu spät ist. Weil Sonntagnachts ist für mich von 23.59 Uhr Samstag auf Sonntagnachts. Nein, die kommen montags. Die sind montagnachts da. Ich habe es in Kristall letztens erst gemacht. Dann ist es auch nicht, das ist auch egal, um welche Uhrzeit. Es muss nicht 12 Uhr sein. Hauptsache es ist nach 12 Uhr. Es muss nach 12 Uhr in einer Montagnacht sein. Also um 1 Uhr nachts Montag zum Beispiel. Ein sehr schlimmer Fehler, der ein Kind bestimmt etwas genervt hätte. Wenn es denn so lange hätte wach bleiben dürfen oder es überhaupt geschafft hätte. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, einer der vorletzte Fehler, den ich gefunden habe. Hier wird einem dann genau, was ich gesagt habe, zuerst blau und dann auf der Seite danach, also hier mit Vetania City und so. Und dann Pyro. Gut, wie gesagt, es ist egal. Ich dachte vorher tatsächlich, dass es so ist, dass man gegen Blau erst kämpfen kann, wenn man gegen alle anderen 7 gekämpft hat. Ich glaube, das ist auch so. Muss ich nochmal gucken. Egal. Weil Blau hat mit Abstand das stärkste Team, auch vom Level her im ganzen Spiel. Also nach Rot, nach dem Final Boss Rot, hat Blau das stärkste Team. Mit Level 60ern, glaube ich. Also ziemlich, ziemlich mächtig. Oder ja, mit End 50s. Level 58. Wenn man dann alle 16 Orden hat, darf man auf den Silberberg gehen. Alles cool. Soweit, so gut. Hier wird einem erklärt, wie man da hinkommt. Ach so. Das noch? Ja, das kommt noch. Okay. Der Silberberg selber, auch hier ist ein Map-Layout sehr schön, wegen den vielen Kaskade-Wasserfällen, die man benutzen kann und sollte, um an alle Items zu kommen. Und der Champ, der hier jetzt tatsächlich als rot bezeichnet wird, was ja auch einfach so ist. Nicht mal irgendwie, welche Pokémon hat er und so. Das finde ich schon fast cool. Ich meine, Rot ist sozusagen der Secret-Boss des Spiels. Oder der True Final Boss, wie auch immer. Und dass sie da die Pokémon nicht gezeigt haben und auch nicht mal über die reden, sondern dass sie alle auf mindestens Level 70 sind, ist eine coole Sache. Finde ich gut. Jetzt geht's halt los. Wie kommt man alle Pokémon ran? Wo findet man sie? In welchen Habitaten? Und hier ist es interessant. Felsen, in Klammern Zertrümmerer. Golking. Meines Wissens nach findet man keinen Golking in einem Zertrümmererfelsen. Da sind entweder Potrot drin oder Krabby. Oder Kleinstein. Eine Kleinigkeit. Wie fange ich Pokémon? Welche Pokémon fange ich mit welchen Bällen?
Fun Fact, aber das wird in Pokémon Kristall in dem Run auch nochmal genau erwähnt. Die Hälfte dieser Bälle sind bugged, also funktionieren nicht so, wie sie sollen. Der Turbo-Ball funktioniert nicht so, wie er soll. Der Simpa-Ball funktioniert nicht so, wie er soll. Und der Mondball funktioniert einfach gar nicht. Aber gut, das können sie ja hier nicht reinschreiben. So, hey, du hast einen Simpa-Ball, aber du musst, also das Spiel sagt, du musst ein Pokémon gegenteiligen Geschlechts fangen, aber eigentlich musst du ein Pokémon des gleichen Geschlechts damit fangen, das auch noch dieselbe Spezies ist. Können sie natürlich nicht reinschreiben. Oder Mondball. Eigentlich war er dazu gedacht, um Pokémon, die sich mit Mondstand entwickeln, zu fangen, aber geht leider nicht. Jolygon. Können sie schlecht reinschreiben, ne? Dann ist mir hier ein kleiner Tippfehler gefallen. Ich weiß, es ist... bin da gerade sehr nitpicky. Oh wait, habe ich da was vergessen? Trugschlag? Achso, ja. Noch ein Fehler. Hier steht Trugschlag. Ich lese mal vor. Diese Attacke ist mit Sicherheit die praktischste, wenn ihr ein Pokémon fangen wollt. Das stimmt soweit. Sie reduziert die KP des Gegners bis auf einen Punkt mit nur einem Schlag. Der erste Halbsatz stimmt, der zweite nicht. Eine Attacke mit einer Base-Stärke von 40. Damit one-shotte ich kein einziges. Also one-shotten sowieso nicht, aber damit reduziere ich garantiert nicht die KP des Gegners mit nur einem Schlag auf eins, mit mehreren. Also wenn der Levelunterschied groß ist, wie bei diesem Visor, klar. Aber dass sich Lohia auf Level 24, es ist egal, gegen welches Level 24 Pokémon sich Lohia hier kämpft, es würde mit einem Trugschlag nicht einem Schlag alle KP auf ein KP runterziehen. Aber wie gesagt, das ist Haarspalterei. Ich weiß, ich bin ein Nerd. Es tut mir leid. Er vergibt mir. Dann die nächste Sache, die mir hier oben aufgefallen ist. Hier wird einem erklärt, dass im Pokédex, dass ihr euch anzeigen lassen könnt, wo die Pokémon sind. Das haben die hier ganz falsch verstanden, glaube ich. Euer Pokédex steckt nicht nur voller Informationen über die Pokémon, die ihr geschnappt oder in Trainerkämpfen gesehen habt. Von letzteren zeigt er auch das Verbreitungsgebiet auf einer Karte. In Klammern, Pokémon, die ihr in freier Natur entdeckt habt, werden allerdings nur im Pokédex eingetragen und sind auf dieser Karte nicht zu sehen. Nee, das stimmt nicht. Wenn ich ein Hudud sehe und es nicht fange, dann kann ich über den Pokédex trotzdem gucken, wo es ist. Ich weiß nicht, ob die damit vielleicht Pokémon meinten, die man auf der World Map ansprechen kann, wie zum Beispiel die Phlegmon in Azalea City, aber die werden auch nicht registriert, also die sind dann noch nicht im Pokédex drin. Ich habe geguckt, sind sie nicht. Keine Ahnung, also ganz seltsamer Satz. Aber gut, okay. So be it. Seite 89. Hier. Ein Tippfehler. Gebt eurem Pokémon Power. Ein Trainers kann viele Items einsetzen. Ist halt ein S zu viel. Nicht so wild. Hier wird beschrieben, wie man levelt. Ich meine, gut levelt. Ich meine, ich habe eine bessere Methode gefunden. Aber gut. Wie man levelt. Wie der EP-Teiler funktioniert. Das ist tatsächlich eine sehr coole Aufstellung. Ohne EP-Teiler. Wenn die Pokémon nur so eingetauscht wurden. Mit EP-Teiler. Mit EP-Teiler, wenn das Pokémon mit dem EP-Teiler am Kampf teilgenommen hat. Also sehr, sehr cool gemacht. Hat mich sehr gefreut, dass sie das so aufgestellt haben. Das ist eine sehr, sehr schöne Erklärung. Ich weiß nicht, ob ich das als Kind verstanden hätte. Aber jetzt als Erwachsener das so zu sehen, ist schon eine sehr coole Sache. Rabauts-Entwicklung, dass die ein bisschen komplizierter ist, wird hier nochmal dargestellt. Hier, rede man plötzlich von Hut. Ich nehme an, da war vorher mal ein Hut in der Box. Beinahe gleich. Schaut euch die Werte der beiden Quapsel-Exemplare genau an. Erkennt ihr die Unterschiede bei Verteidigung, Abwehr, Spezialattacke, Spezialabwehr und Initiative? Obwohl beide Hut Level 40 erreicht haben, sind sie doch verschieden. Ja, nee, das ist kein Hut, das ist ein Quapsel. Na gut. Und ich habe das halt mit... Bitte seht mir meine Klugscheißerigkeit nach. Aber ich habe das durch einmal durchlesen alles gefunden. Haben die keinen Korrekturleser gehabt? Und das war's mit Fehlern. Tatsächlich. Ich höre jetzt also auf zum Meckern. Hier wird einem nochmal dargestellt. Hier, du brauchst einen Kingstein. Hier einen Kingstein mit Heilmantel. Und so wie man an die neuen Evolutionsformen rankommt. Hier werden die alten nochmal erklärt mit dem Tausch. Nochmal die komplette Aufstellung an Stein-Evolutionen. Für sie wird es neuen Sonnensteins und dass sich Duflor zu Blubella entwickeln kann mit dem Sonnenstein. Sehr schön.
sehr nette Aufstellung. Dann haben wir die Zuneigungsentwicklungen. Gefühlt für mich die nervigste Mechanik im ganzen Spiel. Dass die Pokémon einen lieben müssen, damit sie sich entwickeln und dass man hier, überall wo man hier hingehen kann, um die Zuneigung zu erhöhen, sehr, sehr cool. Was nicht stimmt ist, lasst eure Pokémon öfter besiegen bzw. sehr schwach werden. Besiegen stimmt, aber schwach werden hat keinen negativen Effekt. Und Pokémon ein Item tragen lassen hat auch keinen positiven. Zumindest gibt es dafür keine empirischen Beweise. Selbst wenn einem das ein NPC im Spiel sagt. Tatsächlich. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Geschenkepreise, In-Game-Trades, die tatsächlich sehr wichtig sind. Oder sehr interessant sind, weil die meistens auch selbst Items tragen, an die man sonst sehr schwer kommt. Wie zum Beispiel eine Goldbeere. Wie man vernünftig züchtet. Hier steht nicht drin, dass wenn man Pokémon züchtet, damit auch Attacken vererben kann. Dazu gab es, glaube ich, einen eigenen Guide, den man sich dazu kaufen konnte. Aber das steht hier nicht drin. Hier steht nur drin, dass man Pokémon paaren und damit neue Pokémon kreieren kann. Mit welchen Pokémon keine Zucht möglich ist. Logisch, alle Baby-Pokémon, weil hallo, FBI, open up. Legendäre Pokémon. Pokémon, die nur weiblich sein können. Pokémon, die nur männlich sein können. Alle Pokémon, die neutral sind. Und Ditto plus Ditto ist gleich Ditto. Ich dachte, das geht nicht. Vielleicht bin ich da auch falsch informiert gewesen. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass man Ditto mit Ditto nicht paaren kann. Warum sollte man auch? Aber gut. Die Tauschliste. Genau, Pokémon, die man nicht in Gold bekommt, die man nicht in Silber bekommt. Kristall ist hier noch gar nicht aufgeführt. Kristall gab es zu dem Zeitpunkt dieses Buches noch nicht. Wo man auch in alten Editionen welche Pokémon bekommt und welche halt eben nicht. Sehr coole Sache, das alles auf einer Seite zu haben. Sehr, sehr sexy. Hat einem früher bestimmt sehr viel geholfen. Das meine ich nicht mehr sarkastisch. Seltene Pokémon, also das sind jetzt einfach nur, das hat man jetzt schon zum dritten Mal in der Komplettlösung gelesen, das ist jetzt einfach um Platz zu füllen. Überhaupt nicht wirklich erwähnenswert. Höchstens so zwei, drei kleine Tipps, wie man doch an die drankommt. Zum Beispiel, dass man seinen Kumpel bitten soll, dass sie an das Pokémon züchten. Oder wie man hier relativ einfach an die Hunde-Pokémon kommt. Entschuldigung, Katzen-Pokémon. Entschuldigung, Beast-Pokémon. Was sind das? Ich glaube, es sind einfach... Ich war lange Zeit ein Verfechter der Hunde-Pokémon-Theorie, weil ich Hunde sehr gerne habe. Aber... Das ist ganz eindeutig. Also die Pfoten sehen komisch aus, aber das ist ja wohl von einem Löwen inspiriert, nehme ich mal an. So, und Löwen gehören eher zu Katzen. Das ist ganz klar ein Säbelzahn-Tiger, eine Katze. Und das ist Furry Bait. Dann die Woche in Johto. Genau, das ist sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Hier steht, wo man an welchem Tag welchen Trainer findet, der einem ein Wochentags-Item schenkt. Zum Beispiel Monia am Montag mit Hack-Attack. Sehr, sehr cool. Dann auf der nächsten Seite, welche Telefonnummern man wo kriegen kann. Leider nicht, was sie machen. Aber dass man sie kriegen kann, ist auch sehr interessant. Dann die Bäume. Ne, wo man Aprikokos finden kann und so. Auch wieder in einer großen World Map dargestellt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und dasselbe nochmal für Kanto. Kanto geht nicht so viel ab. Halt die paar Telefonnummern hier. Nur die 4 Stück tatsächlich. Und ein paar Ehrenbäume. Die Itemliste. Nichts Besonderes gehe ich jetzt mit euch durch. Itemliste hier. Schöner Wohn, dekorative Items. Das ist die Geißel, meine Playthrough-Geißel, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Hier steht Mamas Einkauf stimmt alles nicht. Muss alles über Geheimgabe machen. Sehr, sehr scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Seht ihr, wie viele Items das sind? Habt ihr mal gesehen, wie viele das sind? ein paar davon bekommt man. Ein paar davon hat man von Anfang an. Aber der überwiegende Teil, auch wenn hier Mamas Einkauf steht, Geheimgabe. Ich hoffe, das macht mir den Run nicht kaputt. Eine Aufstellung der TMs.
eine Aufstellung aller Attacken, inklusive Genauigkeit mittlerweile. Das war in Generation 1 im Lösungsbuch noch nicht mit drin. Welche Effekte sie haben. Die habe ich mir nicht alle durchgelesen. Vielleicht tue ich das irgendwann mal, aber jetzt sah ich da noch keine Notwendigkeit zu. So, und erinnert ihr euch, was ich gesagt habe mit dem merkt euch, wo ihr dieses Kästchen, Wortfindungsstörungen. Hier diese Habitatboxen. Habe ich euch ja gesagt, solltet ihr euch merken, wo das aufhört. Habt ihr aufgepasst? Schreibt es mir in die Kommentare. Nein, Spaß, die Auflösung folgt auf dem Fuße. Tick City. Da hört sie auf. So. Ab hier weiß man nicht mehr, wann, wo welches Pokémon erscheint. Wo ist das Pokémon? Hier prahlen sie damit, dass sie eine Auflistung haben mit allen Pokémon, wo man sie fangen kann und so. Und ob es wilde Pokémon sind, ob es Event-Pokémon sind. Ratet mal, wo diese Liste aufhört. Ratet mal. Ja, richtig. Es ist tatsächlich ab Deke City. Hier ist Funpi nicht drauf, hier ist Teddy Ursa nicht drauf, hier ist Farbigel nicht drauf. Um nur mal so drei aufzuzählen, die mir sofort in den Sinn kommen. Larvitar ist hier auch nicht drauf. Interessant. Sehr, sehr interessant. Weiß nicht, wer das abgesegnet hat. Aber ich glaube, da hat man sich damals auch nicht so viel Gedanken drum gemacht, wie wir heute. Hier, bisher bekannte Pokémon und neue Pokémon. Neue Pokémon sind grün, bekannte Pokémon sind schwarz. Auch hier. Nur bis einschließlich Deke City, meine ich. Besonders witzig, ich hab das gezählt. Es sind 120. 120 oder 130 Pokémon, die hier aufgezählt sind. Also gerade mal die Hälfte von denen, die es gibt. Keine Ahnung, vielleicht fehlt mir auch eine Seite, aber ich sehe nicht so aus. Überhaupt nicht so aus. Also hier kann nichts fehlen. 219, 220, das kann nichts fehlen. Das ist halt einfach so. Aber ja, sehr, sehr komisch. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Hier nochmal ein bisschen Werbung. Ein wahrer Pokémon-Meistertrainer hat die komplette Sammlung. Hier schön mit Echo im Hintergrund. Zumindest lese ich es so. Ein wahrer Pokémon-Meistertrainer hat die komplette Sammlung. Ja, und dahin nochmal alle Pokémon-Spiele für Gameboy. Da fehlen die Stadium-Spiele. Wer ist jetzt der wahre Pokémon-Meister? Aber dazu werde ich auf jeden Fall noch ein Video machen, by the way. Pokémon Puzzle Challenge für den Game Boy Color. Habe ich nämlich auch auf der Virtual Console. Das haben wir schon, das haben wir schon. Und jetzt kommt auch das hier dazu. Und, ne? Aber gut. So, das war's. Das ist die Rückseite. Kompletter Walkthrough. Schnappt sie euch alle. Ja. Wenigstens werben sie nicht, dass alle drin sind. Kampfstrategien, offizielle Levelkarten. Das war's zu dem Video. An und für sich trotzdem ein sehr schönes Lösungsbuch. Von daher möchte ich gar nicht so viel meckern. Ich freue mich, dass ich es habe. Ich freue mich, dass ich darin blättern durfte und konnte. Und hoffe, es hat euch gefallen. Das Video ist sehr viel länger geworden, als ich dachte. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr Sorgen, Nöte, Anträge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Für alle, die interessiert sind, ich habe eine eigene Ko-fi-Seite eröffnet, auf der ihr ab sofort, wenn ihr den einen oder anderen Euro übrig habt, mir den gern zukommen lassen könntet, um zukünftige Projekte wie dieses zu finanzieren. Es ist keine Anmeldung nötig, es ist kein Abo notwendig, es ist einfach nur, wenn ihr einen Euro übrig habt, schmeißt den gerne rüber. Ihr kommt dann natürlich auch in die Credits eines jeden Videos. Würde mich sehr freuen. Und ihr würdet dazu beitragen, dass der Content auf diesem Kanal noch besser wird. Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.